Fünfter Tag der Novene zum heiligen Judas Thaddäus. Nach anderen Überlieferungen wirkte Judas Thaddäus zusammen mit Simon in Syrien und Mesopotamien, dann in Persien, wo beide dem Feldhauptmann des Königs Sieg und Frieden prophezeiten, was tatsächlich gleich am nächsten Tag Wirklichkeit wurde. König Xerxes ließ sich dann taufen, mit ihm der ganze Hofstaat und viele Tausende im Land. Heiliger Judas Thaddäus, du hast überall furchtlos den Glauben an Christus verkündet. Dem Wachstum seines Reiches wolltest du dienen. Erbitte uns das rechte Wort zur rechten Zeit. Der Heilige Geist mache unser Reden wahr und fruchtbar. Angebetet und geliebt werde das heiligste Herz Jesu in allen Tabernakeln bis zum Ende der Zeiten. Amen. Gelobt und verherrlicht werde das heiligste Herz Jesu, jetzt und immer da. Amen. Gesegnet sei der da kommt im Namen des Herrn. Amen. Heiliger Judas Thaddäus, wie Matthäus, wie Andreas und Simon, hast du alles verlassen und bist Jesus nachgefolgt. Wo er ging, da gingst du mit. Wo er aß, da aßest du mit ihm. Wo er sprach, da hörtest du ihm zu. Dein Leben mit deinem Meister sei uns ein Vorbild und sei uns Kraft. Hilf uns als Christen entschieden zu leben und in den Fußstapfen des Herrn zu gehen. Heiliger Judas Thaddäus, du hast Jesus geliebt. Bitte für uns in diesem schweren Anliegen, dass der Krieg in der Ukraine bald zu Ende geht. Amen.